Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute meldet sich mal nicht Ilana, sondern ihr Sub, ihr Stapel ungelesener Bücher, denn ich habe beschlossen, heute bei der Gemeinschaftsaktion von Anna, von Annas Bücherstapel mitzumachen. Die hat jeden Monat, eigentlich zum 20. des Monats, aber naja, bin ich halt ein bisschen zu spät, eine Aktion, wo jeder mitmachen kann und die heißt Mein Sub kommt zu Wort. Und dort werden drei fixe Fragen gestellt und dann immer eine ja, monatsabhängige Frage, die man als Sub dann eben beantworten soll. Und ich fange einfach mal direkt an. Die erste Frage lautet nämlich immer, wie groß, dick bist du aktuell? Du darfst entscheiden, ob du nur Print oder E-Book und Print zählst. Ich habe gestern meine Bücherregale ich wurde gestern ausgemistet, sagen wir es mal so. Und dabei hat meine Besitzerin auch direkt gezählt, wie viele Bücher noch ungelesen auf dem Stapel liegen. Ich ja, bestehe ja eigentlich zur Hälfte aus normalen Büchern und Hörbüchern. Die E-Books hat Ilana nicht gezählt, denn das sind einfach viel zu viele. Und sie sind auch irgendwo Prio 2, denn die Bücher sind tatsächlich am wichtigsten, weil sie eben Platz im Regal, im richtigen Regal wegnehmen. Deswegen kann ich berichten, dass ich ungefähr 73 Bücher auf dem normalen Sub beinhalte und dass ich noch ungefähr ca. 11 Rezensionsexemplare bei mir noch zusätzlich drauf habe. Insofern bin ich ungefähr 84 normale Bücher groß. Und bei den Hörbüchern hat sich in der Zeit einiges angesammelt. Da sind wir bei ungefähr 142 Büchern. Somit ungefähr 226 ungelesene Bücher auf meinem Stapel, ohne E-Books. Das findet Ilana viel zu viel und sie denkt ganz stark darüber nach, ob sie nicht vielleicht nächstes Jahr eine Art, ja, Kaufstopp herrscht eigentlich sowieso schon, aber eine Art Rezensionsstopp bzw. Verringerung haben wird und ja, dann eben auch stärker zu Subleichen quasi greifen kann. Zweite Frage, wie ist die Subpflege bisher gelaufen? Zeige mir deine drei neuesten Schätze auf deinem Stapel. Und da habe ich ganz unterschiedliche Bücher. Ich zähle jetzt mal drei Stück als eins. Und zwar habe ich drei Rezensionsexemplare dazu bekommen. Vorgestern glaube ich auch. Und zwar von Throne of Glass, die Bände 2, 3 und 4 von Sarah J. Maas. Das ist Königin der Finsternis, Erbin des Feuers und Kriegerin im Schatten. Ich weiß nicht, ob das genau die richtige Reihenfolge ist, aber diese drei sind das. Dann habe ich außerdem ein Sachbuch im Grunde dazu bekommen. Das nennt sich Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann oder Dr. Nadja Herrmann. Und das ist tatsächlich eine Empfehlung gewesen von einer lieben Freundin, die damit extrem viele gute Tipps für eine Diät oder Ernährungsumstellung erhalten hat. Und das lese ich auch ganz fleißig gerade schon. Ja, und vielleicht noch zu nennen, quasi als dritten Punkt, wäre die 13. Fee entschlafen von Julia Adrian. Ebenfalls ein Rezensionsexemplar, in dem Fall ein E-Book. Genau, und das ist das Ende von der Trilogie. Insofern hoffe ich, dass sich dieses Buch bis Ende des Jahres vom Sub verschwunden ist. Als dritte reguläre Frage ist hier zu sehen, welches Buch hatte ich als letztes verlassen bei gelesen? War es eine Subleiche, ein Reihenteil, ein neues Buch oder ein Rezi-Exemplar und wie hat es deinem Besitzer gefallen? Gerne mit Rezensionslink. Den gibt es noch nicht, aber jetzt im September tatsächlich habe ich als letztes Dreimal Wir von Laura Barnett gelesen. Das war ein Rezensionshörbuch. Und es hat meinem Besitzer leider nicht allzu gut gefallen. Ja, so im Mittelbereich, weil es sich doch sehr zog und vielleicht auch die Erwartungshaltung eine ganz andere war als das, was schlussendlich geliefert wurde. Es war ein relativ trauriges oder deprimierendes Buch, ein Was-wäre-wenn, also von einem Paar, was sich eben trifft oder nicht trifft, in drei verschiedenen Versionen erzählt. Ja, und das hat sich aus diversen Gründen leider, wie gesagt, nicht so gut entwickelt, wie meine Besitzerin es gehofft hat. Aber dazu mehr in der Rezension bzw. im Monatsrückblick vom September, dann Anfang Oktober. So, und jetzt die vierte Frage, die ja, wie gesagt, immer unterschiedlich ist pro Monat. Im September 2017 ist die Frage, lieber Sub, welches Genre befindet sich am häufigsten auf deinem Stapel? Das habe ich jetzt nicht richtig gezählt, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon sehr stark aus Fantasy und aus mittlerweile Krimi und Thrillern bestehe.
Oder vielleicht Jugendbuch. Nee, ich sage eher Fantasy und Jugendbuch. Das sind tatsächlich die Genres, die meine Besitzerin am häufigsten liest. So, das war jetzt der Tag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihn zu beantworten. Und jeder, der Lust hat, kann ihn gerne ebenfalls beantworten. Ich verlinke auf jeden Fall den Ursprungsbeitrag sozusagen von Annas Bücherstapel in den Kommentaren bzw. in der Episodenbeschreibung. Und wer Bock hat, mache gerne mit. Ja, dann bis bald und macht's gut. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.